Willkommen zurück bei The Inner World. Hier in dem Thronsaal von Conroy. Mit dem haarigen Sack, der hier an seinem Ding hängt. Wir gehen jetzt erstmal auf den Balkon. Zu gefährlich da draußen. Und zum Runterspringen zu hoch. Selbstverständlich. Okay, können wir hier durch den... Dieser Igel hat mich immer schon gehasst. Ach, ein Igel ist das. Sein Lieblingssport war früher, sich immer genau dahin zu kugeln, wo ich mich gerade hinsetzen wollte. Ich glaube, das hat Conroy ihm beigebracht. Ein Igel, na, warum? Natürlich. Jawohl. K.O.V.s mit Sprungfeder. Alles klar. Die perfekte Waffe. Vielen Dank. Und damit hauen wir den kleinen Sack aufs Maul. Das mache ich nicht. Ey. Da haben wir noch einen Stachel dran. Warum? Nochmal setze ich mich da nicht drauf. Mhm. Aber warte mal, kann ich da einen Stachel reinsetzen? Das war doch jetzt. Warum? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu suchen. Das Geräusch kam irgendwie von diesem Gemälde, aber es ist riesig. War das auch einfach kaputt? Als sich der Thron geschlossen hat, hat es hier irgendwo Klick gemacht. Es muss etwas mit diesem Gemälde zu tun haben. Was ich brauche, ist eine Spur. Eine Spur? Das könnte spannend. Wo soll ich ihn denn reinstecken? Tja, wo ist... Das ist die Frage. Wo soll ich ihn reinstecken? Nein. Ich glaube... Können wir nicht irgendwie was... Naja. Was macht... Können wir nicht hier den kleinen Funk da reinhauen? Das könnte... Den Basilen rührt er nicht an. Er scheint ihn nicht zu mögen. Ich glaube... Was macht... Naja. Er will aber auch einfach nichts tun. Conroys Thron. Eindeutig. Können wir irgendwie den Stachel hier nehmen? Nein. Nein. Ein weißer Basil. Komisch, seine Augen sehen plötzlich größer aus. Ja, der ist auch ordentlich auf Droge wahrscheinlich, der Basil. Jetzt geben wir erstmal den kleinen Igel ein. Den Basilen rührt... Verdammt. Das war doch jetzt gerade... Das war doch... Ich glaube... Story... Ah, warte mal. Ich dachte, wir können den kleinen Igel unter Drogen setzen. Aber na gut, so geht's auch. Aha. Ha! Fingerabdrücke, verteilt um eine verdächtig aussehende Vertiefung. Ja, dann hau den Stachel in die Vertiefung. Ich lasse den Stachel lieber stecken, damit der Thron offen bleibt. Okay, klar. Gut. Aber... Warte mal, was machen wir denn? Wir gehen jetzt erstmal ins Labor. Jetzt ist die Frage... Aufzug auf. Er ist leer. Aber ich glaube nicht, dass ich da reinpasse. Okay, du sollst aber nicht rein. Ich glaube, dass... Danke. Muss ich nur noch irgendwie den Scheiß Aufzug. Das wird. Okay, erstmal runter gucken. Jetzt muss er irgendwie hier. Oder kann ich da das Fischöl drauf machen? Ja, klar. Oh.
Ach so. Ich dachte, der haut ihm einfach ein und schlägt ihn so K.O. Aber so geht's auch. Na gut. Hallo? Wir haben die Blitze ausgeschaltet. Dr. Reminepo, Sie können sich jetzt wieder frei bewegen. Papa, kannst du mich hören? Okay, wir sollten einen Diamanten besorgen. Ja. Mist, wo sollen wir denn jetzt einen Diamanten herkriegen? Ja, klar. Ja, wir besorgen einen Diamanten. Ja, das geht ja auch so einfach. Gut, wir müssen ja so nach Afrika, da gibt es genug Blut. Was? Das hat er nicht gesagt. Das hat er nicht gesagt. Okay, hier oben sind noch Diamanten, die brauche ich. Können wir das lustige Puderzuckerzeug nochmal mitnehmen? Nein, Konvoi, erfand. Ich hab. Ist klar. Okay, dann war es nicht hier. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal einen Diamanten besorgen. Und das werden wir jetzt auch tun. Die Frage ist nur, wo? Hab ich im Hangar einen Diamant? Der da einfach so rumliegt? Irgendwo? Vielleicht? Ich weiß das fast. Ja, der fällt jemanden. Hallo. Wer da? Nein. Okay. Ich helfe. Okay, er hilft doch gern. Ja, kacke, wo kriege ich denn jetzt einen Diamanten her? Die Flagge brauchen wir nicht. Hier ist kein Diamant. Conroys Logo sieht aus wie eine Brezel übrigens. Nein, das... Okay, das ist so gut hier noch. Vielleicht unten drin? Aber wie komme ich da dran? Das ist die Frage, ne? Tja. Er schläft da unten. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Er schläft? Okay. Da unten gibt's keinen. Jetzt ist natürlich die Frage. Den gibt's ja eigentlich nur noch hier oben. Wie kommen wir an diesen kleinen Mistsack vorbei? Scheint ihn die Sonne... Ah, warte mal, hier. Bitteschön. Hat ihm wohl nicht so geschmeckt. Moment. Ich habe eine Idee. Wir nehmen die Puppe mit dem lustigen Puderzucker und setzen jetzt den kleinen Drecksack unter Drogen. Oh oh. Oha. Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Nein. 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 Auf gar keinen Fall. Hier haben wir wieder den Diamanten, den wir brauchen. Hat man ja so bei sie rumliegen, ist ja kein Problem. Und jetzt gehen wir damit in den Hangar. Und geben dem Papi den Diamanten. Hey, Doktor, ich hab den Diamanten. Na klar. Wow, Flötennase. Danke. Laura, der ist nicht für dich. Aber wenn du willst, kann ich dir auch einen besorgen. Mit einem Ring dran vielleicht? Flötennase, wovon zur Hölle redest du? Nichts, nichts. Haha, ist der süß, ey. Ja, Alter, der hat sich eine...
geil ist er denn, ey? Geile Friese, ey. Wollmäuschen. Wollmäuschen? Ich hab dich überall gesucht. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Meine kleine Wollmaus. Ich wusste, dass du es schaffst. Wann bist du nur so groß geworden? Egal, für mich wirst du immer mein kleines, süßes Mädchen. Wer ist denn der junge Mann da? Papa, das ist Robert. Er hat mir geholfen. Ach so. Was genau hast du denn mit meiner Tochter zu tun? Ich knall die. Nichts. Wir haben uns gerade zum ersten Mal getroffen. Papa, lass doch Flötennase in Ruhe. Er ist echt nett. Die sind am Anfang immer nett. Mir hat es schon immer vor dem Moment gegraut, in dem mein kleines Mädchen... Warte. Flötennase? Du hast überlebt? Ich, weiß nicht, was ihr meint. Du musst mir jetzt gut zuhören. Seit Anbeginn der Zeit gibt es eine geheime Dynastie, die Asposien regiert. Die Mitglieder dieser Dynastie hatten Instrumente als Nasen. Sie brachten den Wind nach Asposien. Sie konnten den Wind kontrollieren, indem sie Musik auf ihren Nasen gemacht haben. Nicht kontrollieren. Sie haben ihn entstehen lassen. Aber die Windmönche? Die wurden vom Oberhaupt der Flötennasen ernannt. Sie sollten den Willen der Dynastie ausführen. Ein Mönch für jeden Brunnen. Die letzten drei vor dem Untergang der Dynastie waren Maleus, Pandur und Conroy. Conroy hatte sehr eigene Ideen, was seine Herrschaft anging. Oh Mann, ich kann mir denken, was passiert ist. Aber warum denn nicht? Weil ich einfach nicht gestatten werde, dass ihr die Todesstrafe wieder einführt. Aber... Das war mein letztes Wort. Wir können ihn so nicht weitermachen lassen. Er ist eine Gefahr. Ich weiß. Bald schon kann er mit uns spielen. Ach, Schatz. Er versucht immer noch ständig, seine eigene Hand zu essen. Gib ihm doch noch ein bisschen Zeit. Zu diesem Zeitpunkt kam Conroy in meine Werkstatt. Ich weigerte mich, ihm zu helfen, aber er drohte, dir etwas anzutun. Ich sollte ihm etwas bauen. Abt Conroy, was führt euch hierher? Ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich habe beschlossen, euch noch eine Chance zu geben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, meine uneingeschränkte Macht anzuerkennen. Warum sollte ich das tun? Ich habe die Windgötter auf meiner Seite. Es gibt keine Windgötter. Es gibt nur uns. Ach ja? Bring ihn in Sicherheit! Ich habe versucht, etwas zu unternehmen. Das war meine Mutter, oder? Sie hat es leider nicht geschafft. Conroy hat dich dann mitgenommen. Warum hat er mich nicht auch einfach versteinert? Ohne dich würde es gar keinen Wind mehr geben. Immer wenn ich für ihn spielen musste... Hat sein Brunnen Wind gespendet? Nicht viel. Dazu braucht es das gesamte Orchester. Aber du hast dafür gesorgt, dass wir nicht auf der Stelle erstickten. Flötennase. Es tut mir leid, Junge. Aber du trägst jetzt die Verantwortung. Conroy lässt mich seit 13 Jahren eine Armee aus Basilen zusammenbauen. Wenn wir ihn nicht aufhalten... Was hat er vor? Der Wind wird immer knapper. Er will sämtliche Asposer versteinern, die ihm die Luft wegatmen könnten. Klingt genau nach Conroy. Habt ihr die Murmeln gefunden, die ich versteckt habe? Ja klar, war ganz einfach. Aber was sollen wir mit Murmeln? Wir können jetzt nicht spielen. Wir müssen die Welt retten. Nein, es sind Entsteinerungsmurmeln. Wir müssen sie einem Basilen einsetzen. Nur, wenn wir das Orchester wiedererwecken, können wir Conroy aufhalten. Okay. Und dann... Zu meinem 5. Geburtstag. Er hat mir erlaubt, dass ich mir selbst einen Kuchen backe. Ich dachte damals, das wäre das Großzügigste, was je ein Vater für sein Kind getan hat. Und dann hat ihn dieser blöde Igel gegessen. Ja, hör mal, ich verstehe total, dass du sauer bist. Sauer? Ich bin nicht einfach nur sauer. Was ist man, wenn man sein
Leben lang belogen und betrogen wurde. Er hat mich um meine Familie gebracht. Er hat mich wie Dreck behandelt. Ich bin... stinksauer? Ich bin stinksauer! So, ich habe die Murmeln eingesetzt. Das Ding sollte jetzt alles entsteinern, was härter als Apfelmus ist. Okario, bist du bereit? Wer ist Okario? Flötennase. Schatz, zeig ein bisschen mehr Respekt. Er ist der legitime Herrscher über Asposien. Okario Boe, der Dritte. Flötennase. Okario Boe, der Dritte. Das klingt viel besser als Robert. Ich finde immer noch, dass Robert schöner klingt. Oh oh. Ach, Junge, warum musstest du denn hier rumschnüffeln? Jetzt muss ich euch alle umbringen. Laura, schnell! Nicht schon wieder. Genug! Lass die Basilen los! Ich war viel zu lange nett. Ach so, nett war er. Ja klar. Wow, interessant, dass ich das ohne einen Kratzer überlebt habe. Oh nein, jetzt habe ich einen Entsteinerungsbasilen, aber er ist kaputt. Ich hätte damit keine Bruchlandung hinlegen sollen. Fest verschlossen. Der ist sicher an dem Basilen befestigt. Ey, jetzt haben wir schon mal so ein Ding, weißt du? Warte mal, dann können wir damit bestimmt die Basilien dann. Irgendwie reflektieren oder so. Yeah, Flötennase. Kaugummis! Au! Die sind ja steinhart! Was ist mit den Weichkeksen passiert? Die gibt es nicht mehr! Seitdem irgendjemand versucht hat, mit meinem Rührgerät Glas, Splitter, Rost und Steinstaub zu mixen. Wer macht denn sowas? Ja, aber echt mal, wer macht denn sowas? Terroristen, ey. Steinhart. Viel zu hart. Okay, bezahlt für mich. Okay, hier haben wir die Phosphos, die kleine Statue. Wie war dein Tag? Ein wenig einsam, aber ganz nett. Ich habe mich vorhin mit einer Stechmücke angelegt. Und? Sie zersetzt sich gerade in meinem Magen und macht Mundgeruch, das kleine Miststück. Man riecht das doch nicht etwa? Nein, nein. Ach, also doch, ich wusste es. Ist es sehr schlimm? Man riecht es kaum. Kaum. Mundgeruch ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein, die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Ich gebe dir die Kaugummis einfach. Ich habe gehört, das Kauen auf Wurzeln soll helfen. Ach, davon bekomme ich Sodbrennen. Aber danke, Süße, dass du dir um mich Sorgen machst. Ach, Schrofeline. Ach, Schrofeline. Hast du die riesigen Basilen gesehen? Klar, der eine hat mich blöd angeguckt, da habe ich ihm erstmal meine Meinung gesagt. Und du bist nicht versteinert worden? Nein, ich lasse mich doch nicht von diesem hässlichen, haarigen Vieh versteinern. Wow, du bist wirklich tapfer. Aber von dir würde ich mich sofort versteinern lassen. Ja, später vielleicht. Okay. War nett, mit dir zu plaudern. Fand ich auch. Okay. Jo, aber... okay. Gut, wir geben ihr mal die Kaugummis. Wir geben ihr mal die Kaugummis. Willst du einen Kaugummi? Klar, gib her.
Nein, dann werden nur... Ach, verdammt. Bringt das überhaupt was mit dem Schild, das zu nehmen? Das wird nicht klappen. Nein, wird nichts bringen. Alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von The Inner World wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis dahin, auf Wiedersehen.